Das ist ein Gegner. Nein, da war wieder irgendwas Blaues im Hintergrund und ich habe gedacht, das wäre ein Mitspieler. Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs hier in Battlefield 4 und dem DLC China Rising. Ich spiele ausnahmsweise mal Team Deathmatch, einfach so, weil ich gesagt habe, komm, spielst du einfach mal ausnahmsweise Team Deathmatch. Und der eine oder andere wird es mitbekommen haben, heute am 16. Dezember 2013 wurde ein neuer Patch aufgespielt und dieser Patch hat mich endlich in den exklusiven Club der Battlefielder mit aufgenommen. Ist das nicht schön? Ich freue mich so, in diesem wunderschönen Club endlich Mitglied zu sein. Das ist einfach nur toll. Denn wie der ein oder andere wahrscheinlich weiß, besitze ich ja SLI 2 GTX 580. Und im Grunde genommen fast alle Battlefield-Spieler, die mit zwei Grafikkarten spielen, müssen jetzt auch nur mit einer Grafikkarte spielen, weil... Trommelwirbel... die Texturen absolut nicht geladen werden, wenn man mit SLI spielt. Alles, was weiter weg als 10 Meter ist, wird nicht geladen. Da habe ich dann nur noch eine grüne, glatte Fläche. Gibt mir natürlich einen kleinen Vorteil, weil sich Leute nicht hinter Büschen verstecken können oder sowas. Ich sehe alle immer sofort. Aber es sieht halt einfach scheiße aus und macht nur ganz wenig Spaß. Hinzu kommt, dass es extrem anfängt zu flackern. Ich bin voll im Englischen, weil ich so viel im Forum gelesen habe. Es fängt extrem an zu flackern. Normalerweise habe ich absolut keine Probleme mit dem Mikrofilmern, was ja angeblich immer bei SLI auftauchen soll. Aber es ist eben so gering, dass einem das eigentlich gar nicht auffällt. Hier allerdings, jetzt nach diesem Patch, fällt es richtig auf. Oh. Oh. Und auch auffällt, da habe ich auch schon im Forum einen Post gelesen, dass der Netcode anscheinend wieder schlechter sein soll. Wie man gerade zum Beispiel gesehen hat, also gerade bevor ich jetzt gerade getötet wurde, stand ich ja schon eine ganze Weile hinter der Kiste und habe trotzdem noch Schaden bekommen von gerade fliegenden Kugeln. Ne? Das war also dementsprechend recht unmöglich, möchte ich meinen. Gut. Ich hoffe, die Jungs, die kriegen das schnell hin und patchen nach Möglichkeit morgen direkt wieder oder machen einen Rollback, weil meiner Meinung nach hat dieser Patch nur Schlechtes gebracht. Und da sind sich die meisten Jungs in den Battlefield-Foren auch einig. Gib mir Medikit. Ah! Jedes Mal, wenn ich mir Medikit stelle, muss ich irgendwie wegrennen. Das ist doch doof. Medikit! So. Jetzt darf ich endlich in Ruhe hier ein bisschen was essen. So. Wow. Oh. Da steht nicht nur einer, da stehen gleich 20, ey. Unfassbar. Unfassbar. Ich bin wieder sehr gut hier in dem Modus, ist ja klar. Deswegen spiele ich auch ständig Team Deathmatch. Und wegen der Abwechslung. Weil ich so gut bin und weil es super abwechslungsreich ist. Weil da ständig irgendwas anderes passiert. Der Mann ist tot. Können wir noch jemanden flankieren? Ja. AC-23 Battle Pack. Hilfe. Da war doch gerade noch jemand. Na, jetzt komm.
Boah, wieder zuerst geschossen, dann gezielt. Ganz schlecht. Aber gut, war ein guter Lauf. So können wir gerne weitermachen. So kann das gerne weitergehen, so muss das sein. So, wo sind wir? Am Arsch der Welt. Fuck. Aber hier rechts sind direkt ein paar Jungs. Sehr gut. Alter, da ist noch jemand. Oh. Ah. Das ist ein Gegner. Nein, da war wieder irgendwas Blaues im Hintergrund und ich habe gedacht, es wäre ein Mitspieler. Scheiße! So ein Kack, ey. Was bringt eigentlich der Abstecher hier der Höhle? Als ob da jemals jemand reinrennen würde. Irgendwie macht es in dem Modus wenig Sinn, dass sie den Bereich mit reingenommen haben. Weil drum rumlaufen kann man ja nicht, soweit ich weiß. Schon? Was? Ach, wir sind schon tot. Oh. Nein, ich schieße in einen unsichtbaren Felsen. Boah, ey. Oh, ist jemand hinter mir, neben mir. Aber es ist irgendwie lustig. Jedes Mal, wenn ich da von der Seite komme, dann räume ich erstmal einen, zumindest einen Menschen ab. Ist doch schon mal was. Wie steht's denn? 74-81, Mensch. Ich fürchte, wir verlieren. Das wird nichts mehr. 74-81 noch immer. Gerade kurz zurückgegangen. Laufen wir wieder von ganz außen hier rum. So. Es hilft, Jungs. Es hilft. Laserpointer ausgemacht. Und auf geht's. Hilft immer wieder, ne? Außen rum zu laufen. Whoop. Natürlich habe ich genau die Granate in der Hand, wenn der Mann angeschlawenzelt kommt. So, haben wir schon verloren? Nee. Es wird sogar nochmal richtig knapp. 84-87 stand es gerade. 86-87. Oh, 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 oh. Jungs, jetzt gebt alles und schmeißt nicht mit euren Papierfliegern hier rum. 90-88. Alter Vater. 93-90. Ui, ui, ui. Stimmt schon. 96-90. 97-93. Ei, 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 ei. Ist noch jemand zum Retzen? Komm, schnell, 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 schnell. Denn Retzen ist gerade in dieser Phase genauso wichtig wie Töten. Zack! Ins Gesicht, Freunde. Ha! Nochmal umgedreht, das Ganze. So muss das sein. Trinke ich erstmal einen Schluck Tee. Uiuiuiui, ui, ui, ui. Hier Battle Pack. Müssen wir gleich natürlich öffnen, ist ja klar. Ich glaube, ich hatte auch einen Rang. Ja, ich hatte auch einen Rank Up in einer der Runden, die ich vorher gespielt habe. Und da habe ich das Battle Pack auch noch nicht geöffnet. Insofern werden wir das gleich jetzt direkt mal machen. So, jetzt sind wir auf dem Drachenpass und ich gucke trotzdem erstmal in das Battle Pack. Premium Battle Pack gibt es auch noch. Was ist denn heute im Premium Battle Pack drin? Ja, schön. Erkennungsmarken, super. Braucht kein Mensch. So, Gold Battle Pack, was haben wir da?
Uiuiui, eine schöne Lackierung hier. Die Wüste. Finde ich gut. Braucht niemand. 50 XP Boost finde ich gut. Und noch eine Lackierung. Zwei Lackierungen, das finde ich immer gut. Und was war im AC23 Battle Pack? Okay, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ist alles, ich brauche für die AC23. Die habe ich mit meinem Setup ausgerüstet, da brauche ich eigentlich nichts mehr. Und 25% XP Boost. Aber langsam müsste ich tatsächlich alles für die AC23 freigeschaltet haben. Gucken wir uns mal ganz schnell an. Die Jungs, die könntet ihr auch alleine hier, meine Teammates. Hier fehlt mir noch ein Visier. Da haben wir alles. Hier fehlt mir noch ein Schalldämpfer. Die Schalldämpfer sind irgendwie alle gleich, meiner Meinung nach. Und der Mündungsfeuerdämpfer und Griffe haben wir auch alle. Also im Grunde genommen, die AC23 ist durch. Sprich, ich brauche nur noch ein Battlepack, behaupte ich einfach mal. Und dann bin ich komplett durch mit der AC23. Ist aber auch einfach eine schöne Waffe, muss ich sagen. Mit der komme ich gut klar. Viele sagen, es ist eine Noob-Waffe. Das ist ja auch grundsätzlich richtig. Deswegen komme ich auch damit klar. Das hat man jetzt gerade nicht so richtig gesehen, dass ich damit klarkomme. Was hat er gemacht, ey? So, hier ist anscheinend niemand mehr. Doch, da ist noch jemand. Hä? Jungs, erschießt den doch mal. 14 zu 13 steht's. Sollen wir mal random irgendwo eine Granate hinwerfen, so in die Richtung, wo vielleicht jemand sein könnte? Fuck. Shit. Ich finde Team Deathmatch hier auf der Map eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist irgendwie recht gut gedeckt hier alles. Erinnert ein bisschen an Kark Island. Hier war doch gerade noch ein Gegner. Ich weiß nicht, wo er hin ist. War da auch gerade noch jemand. Nee, es ist Mitspieler, das ist gut. Ich höre jemanden, aber wo ist er? Fuck. Boah, ich werde beschossen und ich wurde sicherlich dadurch auch markiert. Fuck, da ist noch jemand. Da ist noch ein Arsch, ey. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Sind wir vorne? Wir sind nicht vorne. Vielleicht können wir es ja nochmal umdrehen. Kann ja durchaus sein. Hä? Bleib mal leben, bleib liegen, meine ich. Nein, schnell. Bitteschön. Gerne. Alles fürs Team und so, wa? Freunde. Wieder mal den Laserpointer ausmachen. Das macht durchaus öfters mal Sinn. War da nicht gerade noch jemand? Da. Hey, die Riecherleiler, da hau. Gegnasse? Wo sei da denn? Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Irgendwie sehe ich aber ein bisschen schlecht momentan. Aber das mag daran liegen, dass ich SLI aus habe und dadurch eben weniger FPS. Okay, hier sind ein paar. Nein, und dann ist jemand hinter mir, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Da renne ich 50 Jahre durch die Gegend, ey. Dann entdecke ich jemanden und plötzlich steht jemand hinter mir. Weißt du, das ist immer das Gleiche. Wäre weniger ärgerlich gewesen, wenn sie mich sofort getötet hätten. Und nicht erst dann, wenn ich jemanden sehe und gerade so mich schon darüber freue, dass ich jetzt jemanden wieder töte. Hallo? Wow, 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 wow.
Nein, da ist wieder noch jemand, ey. Sieht doch bis gerade eigentlich ganz gut. Mensch. Das macht sowas nicht, ey. 47, 66 sind wir weniger, nur einer. Was ist denn jetzt los? Tut mal ein bisschen was, Jungs. Strengt euch mal ein bisschen an jetzt. Was? Er kann mich von aus... ich glaube, der Netcode ist echt wieder schlechter geworden. Hat er gerade $20 Bill gesagt? Der Chinese hier bei mir? Hat sich irgendwie so angehört. Oh. Das war ja mal wieder klar, ey. Oh, gewinnen wir gerade. Wir gewinnen ja, wir verlieren gerade, meine ich. Oh, gewinnen wir gerade. Scheiße, ey. Wir kriegen ja richtig aufs Maul. Aber vom Allerfeinsten. Komisch. Hat sich das komplette Team geändert seit der letzten Runde? Ich meine, in der letzten Runde waren wir doch gerade zum Schluss recht gut. Ja, aber das sagt schon alles. Ich bin ein dritter Platz mit dem, mit der Leistung. Das kann ja einfach nicht richtig sein. So. Hier sind wir jetzt auch durch mit dem Thema hier. Wo ist er? Hier ist er, komm. Ach Mann, jetzt ist das auch noch verpackt. Alter, sind hier viele Gegner. Meine Fresse, ey, dass man immer hier... Irgendwie trifft man hier immer aufs komplette gegnerische Team. Man rennt immer ins komplette gegnerische Team rein. So, und damit ist die Runde dann jetzt auch vorbei. Wenn ich jetzt einsteige, zack. Nee, doch nicht. Ich durfte nicht mal mehr einsteigen. Gut. Haben wir wieder Team Deathmatch gespielt. Dafür, dass es Team Deathmatch war, war es doch gar nicht so schlecht. Mehr Spaß habe ich trotzdem in anderen Modi. Das steht für mich definitiv fest. Ich wünsche euch was. Wir hören uns morgen. Ich hoffe, die kriegen das schnell hin mit dem Patch, weil gerade jetzt in dieser Zeit, wo ich schön vorproduzieren muss, ja, da kriege ich die Probleme mit Battlefield. Das ist echt ein bisschen problematisch. Gut, ich versuche trotzdem über die Feiertage und auch zwischen den Feiertagen ordentlich was raushauen zu können. Ich sehe schon, dass ich das irgendwie hinbekomme, damit hier jeder auch versorgt ist. Ich wünsche euch was, bis dann und tschüss.